Hey ho, hey ho, da bin ich wieder, eher als gedacht, denn die guten Nachrichten reißen für uns in dieser Woche gar nicht ab. Wir reiten ja regelrecht auf einer Welle der Euphorie, möge das nie sich ändern, ja. Und ihr habt es sicherlich jetzt auch gerade schon mitbekommen, Maxim Leitsch verlängert seinen Vertrag um 2 weitere Jahre bis 2023. Und daher in aller Kürze auch einfach mal mein Quark zu der Personalie. Natürlich mega geil. Super, klasse. Man muss auch hier an der Stelle einfach auch mal Sebastian Schindzielotz und alle Personen, die drumherum drin beteiligt sind im Verein, auch mal loben. Ja, das ist nicht selbstverständlich. Bei uns wird jetzt schon seit längerer Zeit richtig, richtig gut im Verein gearbeitet. Und das muss man einfach auch mal sagen. Nach vielen, vielen Jahren der Tristesse und das muss man auch mal sagen, Dreckfressens, läuft jetzt mal richtig gut. Und mit der Vertragsverlängerung ist mir ein Stück weit auch so die Sorge genommen worden. Und zwar die Sorge natürlich davor, dass Maxim Leitsch, ein Spieler dieser Qualität, uns perspektivisch auch mal ablösefrei verlässt. Denn ich sag mal so, die Vertragslaufzeit, die 2 Jahre, um die er jetzt bei uns verlängert, deuten natürlich schon ein Stück weit auf so ein Gentleman's Agreement hin. Ja, das ist sicherlich mit einer Ausstiegsklausel die Vertragsverlängerung versehen und so getreu nach dem Motto: Ich verlängere um 2 Jahre bei euch, spiele dann eben jetzt das gute Jahr Bundesliga und nach Möglichkeit gehe ich dann 2022, ja. Aber dafür profitieren wir dann entsprechend im kommenden Jahr wirtschaftlich, wenn alles gut läuft von diesem Wechsel und kriegen eben nicht einfach nur einen feuchten Händedruck, ja. Und das ist grundsätzlich gut, damit kann ich leben, das muss man akzeptieren, so ist das Geschäft. Man muss sich auch im Klaren sein, dass Spieler der Qualität von Maxim Leitsch oder Amel Bella-Kotschap nicht dauerhaft und ewig bei uns spielen werden, sondern irgendwann auch einfach den nächsten Schritt machen werden und müssen, ja. Und das ist eben jetzt diese Angst und diese Sorge ist mir jetzt zumindest damit genommen worden. Ja, ich glaube nicht daran, dass er bis 2023 hier bei uns spielt und dann ablösefrei geht, sondern dass es wie beschrieben von mir halt so laufen wird, wenn alles gut läuft. Ne? Und das war halt in der Vergangenheit eben nicht immer so. Deswegen haben wir uns jetzt hier auch deutlich verbessert, denn in der Vergangenheit sind durchaus der ein oder andere werthaltige Spieler gegangen, ohne dass man eine Ablösesumme dafür erzielen konnte. Ja, das ist meine Meinung in aller Kürze zu Maxim Leitsch. Länger will ich es überhaupt gar nicht machen. Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt es unten, dann können wir diskutieren. Wie denkt ihr darüber? Könnt ihr mich mit meiner Meinung anfreunden? Daumen hoch, Daumen runter. Abonniert den Channel, wenn es entsprechend euch gefällt und ihr mehr davon hören wollt. Und ansonsten, ja, wenn jetzt wirklich nichts Außergewöhnliches mehr passiert, hören wir uns dann am Donnerstag zum Warm-up gegen Köln. Also, bis dahin, tschüss und viel Spaß euch noch.